9. Juni, alle stehen sie dämlich im Wahllokal, wo ich währenddessen mich ins EU-Land abgesetzt habe und während mir andere nicht mir auf die Nerven geht und so. Ja, ich rede von der Europawahl 2024. Ich habe euch ja schon oft angedeutet, dass es Menschen gibt, die für mich nicht wählbar sind. Und ich bin nicht von der ersten, zweiten, dritten oder vierten Volksschule. Ich will einfach keine Leute im EU-Parlament haben, die andere der Gewalt bezichtigen oder andere, die kein gutes Programm haben oder andere, die man nicht so überzeugend findet. Aber Hauptsache Reinhold Lobatka wird es nicht werden, sondern Harald Wilimski. In dem Sinne, habt's mich gern mit eurer Europawahl 2024.